Nvidia, the maid means to be played. Inspiriert von historischen Ereignissen und Charakteren, dieses fiktive Werk wurde von einem multikulturellen Team von Angehörigen verschiedener Religionen, Glaubensrichtungen und, ja. Das Spiel speichert automatisch, wenn dieses Symbol angezeigt wird. Assassin's Creed Unity. Ja, also, wie sieht's aus mit dem? Geht wohl erstmal nicht. Okay. Die Vergangenheit ist nicht verloren. Die Vergangenheit lebt in uns weiter. Kodiert in der Doppelhelix verbergen sich die Erinnerungen unserer Vorfahren. Nach 3 Jahrzehnten der Forschung haben unsere Ingenieure das modernste biotechnologische Interface geschaffen. Helix ist nun bereit, Ihnen die wichtigsten Momente der Weltgeschichte per Knopfdruck in Ihr Wohnzimmer zu bringen. Das ist die total immersive Unterhaltung. Die wichtigsten Momente der Weltgeschichte stehen Ihnen nun per Knopfdruck zur Verfügung und kommen zu Ihnen nach Hause. Willkommen bei Helix. Willkommen. Wo die Geschichte Ihr Spielplatz ist. So. Das war jetzt das Intro. Okay, ich kann hier gerade überhaupt nicht mit dem Controller. Ich hab, geht nicht. YOLO, Alter, und so. Nee, ja, na, mit dem geht's, oder was? Okay, es geht also scheinbar mit dem 360-Controller und der Xbox One-Controller funktioniert nicht. Gut, dass ich den mir geholt habe. So viel dazu. Hieß ja noch vorher, dass es nicht kompatibel ist. Okay, Triumph der Borgia kennen wir, der einsame Adler. Das ist ja alles sehr bekannt. Wir können aber nur die Krage des Jacques de Molay spielen. Jacques de Molay. Jacques de Molay, ja. Tempelritter war ein Mann mit Grundsätzen, ein großer Geist von jenen Hintergangen, denen er vertraute. Erleben Sie in dieser Folge von Gefallene Helden Jacques de Molays tragische letzte Stunden, gesehen durch die Augen eines seiner engsten Freunde und seines Ratgebers. Ich verstehe. Ich würde trotzdem gerne mit dem neuen Controller spielen, weil sonst, ich habe mir den doch extra dafür geholt. Die haben doch gesagt, dass... naja. Okay. Vielleicht dann bei Arkham Knight. Wenn das auch bald rauskommt. Nächstes Jahr. Paris, 13. Oktober 1307. Das ist ein Zeitsprung. Aber... ein paar Jahre früher. Ich bin's. Jürgen. Minister, ein Freund des Tempels. Florak. Der Urteilsspruch des Rats war eindeutig. Ihr seid hier nicht willkommen. Ich muss mit dem Großmeister sprechen. Er ist beschäftigt, wie die anderen. Vielleicht ein andermal. König Philipp sieht das anders. Verflucht, Mann. König Philipp sieht das anders. Na schön. Wenn König Philipp das... Oh. Nicht schon im Kerker verrottet. Ich verstehe es kaum. Mies. Ja, das war geschickt. Oder auch nicht. Weil am Ende ist es dann trotzdem offener Kampf. Ist das... ah, das ist er. Man hat uns verraten. Zieht die Schwerter. Verteidigt den Tempel. Nicht ihr, Bruder. Für euch habe ich was anderes. Kommt mit. Okay. Oh, geil. So. König Philipp geht schneller vor als erwartet. Der Papst? Die Assassinen. Assassinen? Ich dachte, die Mongolen hätten ihre Macht vor Jahrzehnten gebrochen. Oh, oh, Moment, ich kann... oh, ich kann spielen. Geil. Oh. Die Assassinen sind älter als Masyaf, mein Freund. Ihre anarchischen Ideale sind ansteckend wie die Pest. Noch schwieriger auszulöschen. Na schön. RTS laufen. Wir erleben den Morgen nicht. Doch halt ihr euch, retten wir den Orden. Das muss ich tun. Geht zum Turm.
Nehmt Schwert und Hut. Versteckt sie. Die Assassinen dürfen sie nicht finden. Großmeister, na schön. Und Alter. Der ist stark. Ja. Das sieht gut aus. Alter. Der schnetzelt die ja weg. Okay. In Deckung gehen. Kannst du mal in Deckung gehen? Das würde ich gerne sehen. Das war jetzt B gedrückt. Ich verstehe. Hm, okay. Hier lang vielleicht? Na, so. Ah, okay. Gut, wo lang dann? Boah, Junge, Alter, mach keinen Scheiß. Hier vielleicht? Geht das? Ich muss erstmal klarkommen mit diesem neuen Klettersystem. Okay, also mit A kann ich Klettersprünge machen, beziehungsweise normal hochklettern. Oh. Vielleicht sollte ich runtergehen. Oh oh. Alter. Da ist er. Ich. Oh, Hilfe. So. Hilfe. So. Na komm. Der Drecksack. Ah. Das glaubst du doch selber nicht. Und na komm her, ich will nochmal ausweichen. Ah! Gibt's doch nicht. So fühlen sich also immer die Gegner, wenn wir das machen. Okay, das war ausweichen. Au! Nimm das und... Ja, komm. Alter. So. Geil. Das ist schon geil. Nice. Wer kennt das nicht? Hab ich übrigens auch bei mir in der Wohnung stehen, ne? Also, kann so Blitze schießen. Hab ich damals auf dem Klassentreffen mit Zeus gemacht, ne? Also. Die Secret Door. Alles automatisch geht. Codex Pater irgendwas, Intellectus. Hat irgendwas mit Codex zu tun. Teilweisheiten? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Kann man ja auch gegebenerweise googeln oder übersetzen lassen.
Oder hier Hohen oder Bingen. So, gut verstaut. Aber ich finde das doch schon recht auffällig. Oh oh. Alter. Haben wir den nicht... Tja. Oh, jetzt versucht er uns noch zu beklauen. Sieben Jahre später. Papst Clemens, hört mich an. Noch vor Ende des Jahres werdet ihr vor dem Richtstuhl Gottes stehen. Und ihr, König Philipp, für die schmachvolle Schändung des Tempels kann keine Bestrafung schrecklich genug sein. Ach, seid verflucht! Verflucht bis in die 13. Generation! Das sind... Verflucht sollt ihr sein! Pi mal Daumen ist es recht viel. Also ich... ...von den Flammen des Zorns verschlungen, fand das Zeitalter der großen Weisheit ein schmerzhaftes Ende. Die Tempelritter, einst stolze Bewahrer von Ordnung, Frieden und Erkenntnis. Nah. Nicht mehr. Eine Runde Mitleid. Wenn Abstergo uns anpingt, hol mich raus. Klingt doch wie... Okay. Sean müsste auch noch? Okay, nein, das ist nicht... Du bist bestimmt verwirrt, also mach ich's kurz. Ich bin Bishop, nicht wirklich, versteht sich. Aber mehr verrate ich heute nicht. Bitte hör gut zu. Abstergo will dich benutzen, um mithilfe deiner Neuronen genetische Erinnerungen zu durchforsten. Die Typen haben ihre Finger bereits in Zahlen, Regierungen, Pressekanälen und NGOs. Aber jetzt wollen sie die Kontrolle über die Geschichte. Macht dich das nervös? Bisschen. Gut. Aber wir werden sie stoppen. Und ich brauche deine Hilfe. Deacon, lade Gensequenz AD16, B13, I87. Ja, ist gleich soweit. Nein, das ist nicht Sean. Letzte Woche und auch nicht Rebecca. Zu einem Satz nicht sequenzierter Erinnerungen auf den Helix-Servern. Zunächst wirst du dir eine kleine Probe ansehen, damit du verstehst, wofür wir kämpfen. Das ist doch Paris da. Und danach kannst du selbst entscheiden, was passieren soll. Wir warten. Dann wartet mal. Und ich werde schauen. Geht auch direkt weiter. Wie praktisch. So, da lädt's. Speichern, da. Genau da. Na, warum braucht er so lange zum Speichern? Da, jetzt, okay, gut. Versailles, 27. Dezember 1776. Hä? Und ich habe gerade mal fast 40 FPS nur. Was ist denn hier los? Arnaud? Kann ich nicht mitkommen, Vater? Nur Mut, mein Junge. Du wartest hier. Ich komme wieder, wenn dieser Zeiger ganz oben steht. Okay. Das dauert ja ewig. Nicht so lange, wie du glaubst. Und wenn ich zurückkomme, sehen wir uns das Feuerwerk an. Okay. Und Arno? Keine Abenteuer, ja? Oh Mann. Ja, Arno traurig. Arno will Abenteuer. So, Papa ist weg. Also, Handy gab's noch nicht. Was machen wir da? Gut, das Zimmer bestaunen. Es sieht schön aus. Auf jeden Fall. Irgend so ein Opa. Was haben wir da? Natürlich. Was sonst? Wer könnte das sonst rauslocken? Ah, ich komme. Mysteriöses Mädchen. Ich komme doch schon. Warte. Das sieht ja geil aus. Die ignorieren uns eiskalt. Ich komme doch schon. Warte. Ich will mich nur ein bisschen umsehen. Sieht so schön aus. Oh, das Spanferkel. Komm, das wäre Seils.
Die haben noch mindestens 10 Stück davon. Ich glaube, der hat gerade mit uns gesprochen. Oh, ist mir egal, ich hau einfach ab. Was mit Allee? Ich kann leider kein Französisch. Ich soll... Was? Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Das ist doch eine Frechheit. Unterbrechen Sie den Sichtkontakt, um einen letzten bekannten Aufenthaltsort zu erzeugen. Uah, Alter! Alter, dieser Leck! 60 wieder F. Hilfe. So. Achso, ich muss mich... Also... Es leckt ein bisschen, muss ich gerade sagen. Der sieht uns doch nicht. Okay.